Friedrich Merz will als einer von mehr als 10 Kandidaten die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der CDU antreten. Im Gegensatz zu Gesundheitsminister Jens Spahn und CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat der frühere Unionsfraktionschef aber seit Jahren kein politisches Amt mehr bekleidet. Nun hat der Brandenburger CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt davor gewarnt, Merz zum neuen CDU-Parteichef zu wählen. Einen sogenannten Konservativen ohne zeitnahe Regierungserfahrung zum Parteivorsitzenden zu wählen, halte ich für ein Risiko, sagte Patzelt der Märkischen Allgemeinen. Die Wirtschaft brummt in Deutschland auch ohne Intensivbeziehungen zum Großkapital, meint er. Patzelt bezieht sich damit auf die Funktionen von Merz, der in zahlreichen Aufsichtsgremien sitzt. Unter anderem ist er Aufsichtsratschef beim Vermögensverwalter BlackRock in Deutschland.